Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Okay, ich wollte mir eigentlich hier unten diese Höhle angucken. Aber ich glaube, ich kann mir das schenken. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen näher darüber informiert, wie man das jetzt mit meinen 8 verbliebenen Enderaugen so macht. Ja, also in der Wiki, in der Minecraft-Wiki steht da meines Wissens nach nicht so genaues zu. Ich habe mir einfach mal ein paar Videos angeguckt und es scheint so zu sein, dass die halt tatsächlich gelegentlich kaputt gehen. Ich habe wohl richtig viel Pech gehabt, dass direkt schon 4 Stück kaputt sind. Wobei, ich habe auch welche hier unten verschossen, ne? Naja, auf jeden Fall macht man es vielleicht am besten so, dass mal eins wirft, beobachtet, in welche Richtung es... Naja, das hätte mir auch mal selber einfallen können, ne? Ja, und dann läuft man halt mal einige... Vielleicht 100 Blöcke oder so. Oder zumindest 50 Blöcke, bevor man das nächste wirft. Das war also nicht so clever von mir. Na gut, okay. Deswegen, ich nehme jetzt einfach mit, was ich hier finde. Mehr Belohnung werde ich hier aus der Höhle jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr rausnehmen. Und werde mich dann oben nochmal mit meinen 8 Enderaugen tummeln. Vergnügen. Ja, es sind jetzt nicht mehr genug, um damit ein Endportal zu aktivieren, aber das hatte ich ja auch eigentlich schon so bedacht, ne? Dass ich einfach nur die Augen nehme, um erstmal die Festung zu finden und sie danach... Wollen wir hier ein Hühnchen machen? Ne, wollen wir nicht. Alles klar, bleibt das Eichen einfach hier liegen und es soll jemand ausbrüten, wer will. Ich will es hier nicht aus. Gold ist da eigentlich auch noch drin. Eigentlich ist sowieso hier auch irgendwo noch Eisen gewesen, aber... Och nee, also ich... Nee. Ich muss sowieso wieder nach oben. Das wird schon mal ein Spaß hier. Also erstmal Erde rausholen und wieder nach oben. Und zwar eine ganze Ecke nach oben, verdorie nochmal. Das ist gut. Aber die meiste Zeit über muss ich mich wahrscheinlich ständig im Zickzack nach oben bewegen. Naja, wir werden auf jeden Fall noch viel mehr Ender töten müssen, um die ganze Geschichte hier letztendlich bewerkstelligen zu können. Boah, und selbst dann wird das, glaube ich, kein Zuckerschlecken. Selbst wenn ich irgendwann den Enderdrachen getötet habe, denn wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind diese Endinseln... unglaublich verzweigt und och. Ist gerade Nacht oben, kann das sein? Nö, ist doch Tag. Aber es ist möglich, dass sich hier einiges unter den Bäumen versteckt hat, ne? Mach mal weg da. Scheiße, jetzt habe ich mein Schwert nicht mehr ausgerüstet. So, also. Na, wo seid's? Na, wo seid's? Na, wo seid ihr denn? Jo. Wie, echt? Hier unten drunter? Na gut. Ich mach's mal folgendermaßen. Ich werde einfach mal hier oben auf den Baum klettern und dann von oben aus gucken. Vielleicht hier von noch ein bisschen weiter oben, nämlich hier von hier aus, wo mein Auge hinfliegt. Hm? Ich weiß, das erste Auge habe ich von dort aus geworfen. Es war irgendwie bis hier hingeflogen und weil es so komisch runtergeflogen ist, habe ich gedacht, was? Das ist schon richtig. Wir werfen also unser Enderauge, das 8. mal in diese Richtung. Okay. Es geht in diese Richtung. Verdammt, es ist auf dem Busch gelandet. Mist. Wir schauen mal, welche Richtung das ist. Facing South. Okay. Wobei, das ist nicht so richtig South. Das ist so... Hui. Das ist so... schräg, ne? Aber in Ordnung. Ich versuche jetzt einfach mal eine Weile lang in diese Richtung zu gehen. Vielleicht suchen wir uns irgendeinen markanten Punkt dann aus, wo wir sagen, so, hier werfen wir jetzt einfach normal. Ich darf mich nur nicht doll hier vom Kurs abbringen lassen. Das heißt, der Kurs führt mich, glaube ich, eher wieder so ein bisschen... Ach, guck mal, wir können Schweine retten. Schweine retten? Hallo, Schwein! Wir bullen uns mal eben hier durch, wenn es genehm ist. Dankeschön. Verdammt, also dieses Zickzack-Gelaufe. Ich glaube, das führt mich ganz schön vom Weg ab. In Ordnung. Ich versuche es einfach nochmal wieder zu finden hier.
die richtige Richtung. Wir laufen weiterhin nach Süden. Das ist sowieso in Ordnung. Oh, hier ist ein... Ahahaha. Nicht gut. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was von der Botanik zerstören, um hier den Weg zu finden. Oh, hier ist was Nettes. Hier ist ein Lavasee. Das ist vielleicht mal eine gute Möglichkeit, unser Enderauge wiederzuwerfen. Passt auf, ich mache das einfach mal folgendermaßen. Ich buddel mir hier jetzt mal so einen Schlammpenis nach oben und jetzt werfen wir das Ding in diese Richtung. Ah, alles klar, alles klar. Es geht immer noch in die Richtung. Und bitte nicht in die Lava, nicht in die Lava, nicht in die Lava, nicht in die... Oh, hinten. Es liegt da hinten, es liegt da hinten. Alles klar, wunderbar, wunderbar. Das war nicht so clever gedacht. Die Scheißteile fliegen nicht so weit. Ich habe gedacht, die würden viel weiter fliegen. Da habe ich aber richtig Glück gehabt hier. Boah. Oh, es wird Nacht. Mein Glück nimmt kein Ende. Oh nein, im Ernst, jetzt da hoch? Ah, oh, okay. Ich habe Federfall, ich habe Federfall. Ist bestimmt alles nur halb so schlimm. So, dann weiter in die Richtung. Wo sind wir denn überhaupt schon? Wir sind bei minus 80, 71, 521, okay. Oh, und ich sollte mal was essen. Na, das kann man ja auch im Laufen tun. Ich muss mir sowieso jetzt gleich hier was bauen. Ich war ja so clever und hab mein... Ach, das machen wir jetzt vielleicht einfach direkt hier. Das ist die Wolle. Puh, ich wollte gerade sagen, warum habe ich nur noch so wenig Holz? Das geht ja wohl gar nicht. Oh, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Ich stelle hier mal kurz was auf. So, okay. Wolle. Holz. Bett. Schlafen. Hui. Oh nein, ich schlafe jetzt in die falsche Richtung, oder? Ich glaube, die richtige Richtung ist da. South. Ja, alles gut, alles gut. Huiuiuiui. So, dann nehmen wir mal mit, was wir jetzt hier alles hingestellt haben. Tintenbeutel braucht man natürlich nicht. Das ist auch nicht... Ach, fuck, ey. Willst du mich doch verarschen hier? Einmal das und einmal das. Der Rest darf ja gerne hier bleiben. So, wir brauchen das nicht. Und wir brauchen das nicht. Perfekt. Ich gehe einfach mal weiter in diese Richtung. Am helllichten Tage fühle ich mich auch viel sicherer. Mit meiner fast kaputten Axt in der Hand. Ah, rechts rum oder links rum? Oh, hier ist wieder schön weit offenes Feld. Hier kann ich mal nochmal so einen kleinen Erdpenis bauen und nach oben. Hä? Hä? Habe ich Bugs? Hab ich Lex? Scheiße, setz es gleich wieder zurück? Hm? Ja, ich habe am Anfang mehrere verschossen, aber die fliegen doch nicht weit. Wartet, ich mache das jetzt mal so. Okay, die Richtung ist aber immer noch die richtige. Schön. Ach, manche sind kaputt gegangen. Das ist echt scheiße. Manche sind kaputt. Hä? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ich die wieder zurückkriege, die ich verschossen habe. Habe ich letztes Mal Lex gehabt? Ihr erinnert euch doch auch. Ich habe mehrere verschossen und es sind auch mehrere direkt quasi kaputt gegangen. Oder sie sind verschwunden. Ich habe gehört, das war deswegen dumm, dass ich manche unterirdisch geworfen habe, dass die auch durch massive Blöcke durchfliegen und dann irgendwann auch in Texturen hängen bleiben oder so. Also wenn man halt unten steht und wirft ein Enderauge, dann fliegt es automatisch immer erstmal nach oben. Ja, okay, gut. Wir gehen einfach erstmal weiter in südliche Richtung. Keine Ahnung. Ich will mich nicht beschweren, wenn ich welche zurückkriege, aber ich denke mal, das war's dann auch, oder? So, einmal Gewässer. Es wäre eigentlich clever, auf dem Weg hier Lehm und so mitzunehmen, ne? Aber ich sehe auch gar kein Lehm.
Leben, doch, da ist Leben. Oh. Zwei schöne Adern. Ach, aber warum jetzt? Warum hier? Okay, ich versuch's nochmal. Oh, verdammt. Und? Geht nicht kaputt, geht nicht mehr. Eins ist kaputt gegangen. Doch, eins ist kaputt gegangen. Okay, aber die Richtung ist immer noch richtig. Nein, sie sind nicht kaputt gegangen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist es auch einfach laggy, wie gesagt. Keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit eben ein bisschen mit Lexi auf dem Server zu kämpfen. Also optisch habe ich heute zumindest mal keine Lex. Das ist ja eigentlich schon was Feines, ne? So, ich gehe mal hier durch den Dschungel, durch den Fichtendschungel. So, da bin ich wieder. Ich musste mal unseren Kater rauslassen. Der saß hier gerade vor der Tür und hat gejammert. Oh, Kürbisse, wie niedlich. Hübsch. Hübsch. Oh, und ein Loch. Ein Loch. Na, ich verkneife mir das mal jetzt, mein Enderauge da ins Loch zu schmeißen. Schmeiß das Enderauge ins Loch. Laufe ich eigentlich immer noch nach Süden? Ja, also theoretisch ist es Süden. Ich werf mal. Okay, die Richtung stimmt noch. Ja, jetzt bist du da oben drauf gelandet. Na, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. So, dann gucken wir mal. Wo bist du, kleines Auge? Wo bist du? Hä? Oh je, ist es doch kaputt gegangen? Also, ach doch, da ist es. Ich wollte schon gerade sagen, es ist alles irgendwie seltsam. Auf der einen Seite verschwinden die Augen einfach. Ja, ohne Grund eigentlich. Ach, wartet mal, es war schon irgendwie diese Richtung. Da wollen wir hier mal in diese Richtung gehen, meine Güte. Unter den schon wieder ein Lavasee. Krass, das ist schon der zweite Lavasee hier. Ich werde einfach mal, wartet mal, vielleicht mich nochmal hier nach oben arbeiten. Das kann ich doch eigentlich ganz gut hier machen. Schwuppdiwupp. Und nochmal höher. Zack, zack. Ich weiß nicht, ob es so Sinn macht Richtung Lava, aber wartet mal, Süden, 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 Süden. Fuck, ich glaube, ich bin von da gekommen. North, ja. In Ordnung. Hoch. Oh nein, wo ist es jetzt hin? Hä? Oh, wartet. Hä? Sind das jetzt die Flammen oder was? Ich verstehe es nicht. Ach, das ist doch eine Wissenschaft für sich. Ach, hier liegt das Ding. Wieso ist das Ding hier hingeflogen? Okay. Wartet mal, dann machen wir es einfach so. Ich stelle mich hier hin und werfe mal so. Toll. Ich bin begeistert. Also nach oben. Ach, Mensch, Meier. So, und hoch. Mein Auge wiederholen. Ey, gib mir den Glubscher. Gib mir den Glubscher. Ja, aber wartet mal. Wieso habe ich die gerade nicht gesehen? Mensch, es hat doch wunderbar funktioniert. Jetzt sag mir nicht, dass es hier alles wieder total laggy ist. Okay, von hier aus vielleicht nochmal. Ach so, hahaha, Moment. Rauf, 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 rauf. Ich hab nix mehr. Ach, toll. Der war hier oben. Dann schmeiße ich jetzt einfach nochmal in diese Richtung. Und schwupp. Wo ist er? Hä? Wo ist das Auge hin? Ich hab hier die schwarzen Bubbles gehabt. Aber wo ist das jetzt? Wo ist das scheiß Auge hin? Das ist jetzt gar nicht mehr geflogen. Moment. Liegt's jetzt hier unten? Liegt's jetzt hier unten? Augen? Augen, alle beide hier! Oh, sind die nach unten geflogen? Oh, scheiße. Ja, dann können wir natürlich auch gerne hier nochmal buddeln. Aber wie weit sind wir denn weg? Wir sind aber nur 900 weg, oder? Ah, wartet mal. Nee. 900, glaube ich, vom Startpunkt ungefähr. Ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt hier einfach nochmal nach unten buddeln. So, und die sind jetzt hier irgendwie unten in die Ecke geflogen. Dann buddeln wir uns halt hier nach unten. Also schön aufpassen. Machen wir das gleiche Spielchen hier nochmal.
Na. Nee, da komme ich nicht mehr dran. Ach so. Ich habe sie noch dabei. Ja, Workbench ist noch dabei. Alles ist gut. So, dann hier weiter runter. Und noch weiter runter. Ich denke, ich muss mal demnächst den Server nochmal neu starten. Vielleicht haben die Lecks auch etwas damit zu tun. Das ist nämlich schon etwas länger her. Der speichert hier immer nur ganz brav. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft der Server noch besucht wird. Also außer von mir. Ihr wisst ja, hier arbeitet schließlich noch jemand. Und ob das etwas damit zu tun hat? Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch irgendwas damit zu tun, dass es manchmal größere Veränderungen auf diesem Server gibt. Davon weiß ich aber halt nichts. Die kann ich halt nicht abschätzen. Okay, weiter runter. Hier ist aber Eisen. Das ist aber schön. Aber das Eisen hier in den Wänden, das finde ich aber schön. Verdammte Hacke. Granit, Diorit, was ich schon alles für einen Müll hier eingesammelt habe wieder. Großartig, ne? Na? Okay. Noch ein bisschen tiefer. Ein bisschen tiefer. Zack. Und den noch weg. Wunewul. Oh, schön. Ich habe ja nicht schon genug. Ich habe ja nicht genug. Also, gib mir ruhig noch ein bisschen mehr Kohle. Zack. Welche Höhe sind wir? Auf Höhe 46, in Ordnung. Ach verdammt, das habe ich nämlich nicht geguckt. Ich habe nicht nachgeguckt, ob es irgendwie eine Höhe gibt für Festungen. Gut, aber wahrscheinlich mache ich es jetzt gerade schon wieder falsch, richtig? Geht man dann so... Oh. Hätte ich mal weiter oben gesagt, ich glaube, ich mache es wieder falsch. Oh, fuck. Du musst ja erstmal Stress fressen. Oh, Mann. Oh Gott! Im Ernst? Oh, was ich hier alles für geilen Stein abernten werde. Oh, ist das krass. Stehe ich gerade oben auf der Festung? Oder bin ich eigentlich schon mittendrin? Oh, ist das geil. Puh. Das macht mich jetzt aber schon sehr nervös. In so einer Festung gibt es jede Menge böse Leute. Oh, das ist ein Spawner. Nee, ist kein Spawner. Spawner sind immer Cobblestone mit Grün. Da ist immer Cobblestone dran. Oh, ich mach mal hier auf. Oh, ich stehe oben drauf auf der Festung. Wie geil ist das denn bitte? Oh, Mann. Oh, Mann. Da ist aber doch jetzt nicht schon im Ernst der Endportalrahmen, ne? Nee, ist nicht. Na ja. Na, versuchst du mich gleich mit Steinen zu hauen? Hm? Warte mal, ich pack da erstmal was dran. Oh, da geht's runter. Ach, das ist ein Treppenhaus. Das ist ein Treppenhaus. Drin gewesen bin ich ja schon mal. Aber da hat jemand anders die Festung gesucht. Und ich bin nur mitgegangen. Und ich glaube, das war noch nicht mal rechtens gesucht und gefunden. Ich glaube, derjenige hat das mit irgendeinem Programm gemacht. Es gibt da ja wohl anscheinend auch noch irgendwelche... Die Niederziegel, die packe ich jetzt mal irgendwo hier hin. Oh, verdammt. Wäre vielleicht auch ganz clever, mir zu merken... Oh, jetzt, Mist. So. Mir zu merken, wo ich jetzt hier genau bin, oder? Damit ich mein Loch nach oben wieder finde. Weil was ich nicht gemacht habe, ist, ich habe keine Eiseneimer dabei. Ich kann mir... Ach scheiße, ich bin ja echt manchmal doof, oder? Warum habe ich denn jetzt keinen Eimer mitgenommen, oder? Aber wartet, ich habe Eisen abgebaut. Ich kann mir einen Ofen bauen, ich habe Kohle. Oh, wie geil. Aber ich habe nicht mehr genug Erde, ne? Oh, ich komme nicht nach oben, jedenfalls nicht so einfach. Und was eine Aktion wieder. Das gibt's doch nicht. Aber wartet mal.
Ich mach das oben, weil oben ist doch direkt Lava. Das ist ja, das, also besser geht's doch gar nicht, oder? Genau. So, ich denke mal, wir werden in der nächsten Folge erst weitermachen. Ich werde mich jetzt erstmal wieder hier weiter nach oben buddeln. So. Und noch weiter nach oben. Und dann werden wir... Oh, scheiße. Hoffentlich komme ich nicht unten an der Lava wieder aus. Ah, das wäre... ganz ich. Typisch Regga. Wir gucken mal. So, das erste Ding ist schon mal hin. Ist gar nicht das erste. Das erste haben wir schon drüben verkloppt. Ich habe meine Dingshacke nicht mitgenommen. Ich depp. Naja, egal. Die wäre jetzt clever gewesen für die Festung, oder? Brauchen wir ein bisschen Licht wieder. So, also Plan. Plan ist, mich wieder nach oben zur Oberfläche durchzubuddeln. Das ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm, dass ich mich so gerade runtergebuddelt habe, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich nicht die Festung gefunden, oder? Ja, hätte ich mich nämlich so treppenartig nach unten gebuddelt, hätte es ja auch durchaus sein können, dass ich die total verpasse. Hätte mich dann nicht gewundert. Okay, wir sind auf Höhe 54. Naja, ungefähr 20 Blöcke dürften es sicher noch sein bis zur Oberfläche. Ich denke, oberirdisches Niveau ist ungefähr so bei 65 bis 75. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Okay, wir wollen uns also nach oben. Und oben werde ich mir einen Ofen hinstellen und dann werde ich meine Eisenbarren darin schmelzen, um dann dort Eimer rauszumachen und mit den Eimern und der Lava und irgendwo gefundenem Wasser, das dürfte auch in der Nähe gewesen sein, werde ich mir dann ein Portal machen, damit ich dann ganz schnell von zu Hause aus hier hinkomme. Oh, ich glaube, wir sind schon oben. So. Bisschen Licht wieder und da kommen wir nach oben. Ja, und wir kommen, scheiße, in der Dunkelheit nach oben. Das ist nicht gut. Okay, ich schlafe erstmal weg und dann gehen wir es in der nächsten Nacht an. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.